Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es darum, ja, warum du dir eine eigene Kontaktdatenbank aufbauen solltest. Viele Networker, ja, die sammeln schon über die Firmen-Homepage, die sie von ihrem Unternehmen bekommen, fangen sie schon an, Leads zu generieren, Interessenten einzusammeln. Inwieweit das bei den Einzelnen immer so funktioniert, ist so die Frage. Aber es ist ja schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung im Internet, ja, für seine Kontakte zu sorgen, im Internet ja, Leads zu generieren. Und was aber die meisten vergessen, da ist das, dass es rechtlich gesehen ja bei den allermeisten Fällen so ist, dass ja, die Kontakte ja dem Unternehmen gehören, also nicht dem Networker, sondern dem Unternehmen. Und das ist ein großer Nachteil für den einzelnen Networker, weil stell dir einfach mal vor, das Unternehmen geht pleite oder wird verkauft, Marketingplan ändert sich oder was auch immer, vielleicht hast du auch nur noch was anderes vor, ja, oder es passt einfach nicht mehr zwischen dir und dem Unternehmen aus irgendwelchen Gründen. Dann ist es einfach so, dass du wieder von null anfängst. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass du eine eigene Kontaktdatenbank aufbaust, ein zentraler Ort, wo du deine ja, Kontakte organisieren kannst, wo du deine Kontakte verwalten kannst und dann ja, gegebenenfalls immer wieder kontaktieren kannst und mit ihnen mit deinen Kontakten quasi in den Dialog gehen kannst, weil so ist völlig ausgeschlossen, dass dir jemals wieder deine Downline wegbricht, weil du, selbst wenn du das Unternehmen wechselst, kannst du ja deine Kontakte neu ja kontaktieren und anschreiben und wieder ja quasi von vorne null durchstarten, ohne dass du ja jetzt dir erst noch irgendwelche Kontakte oder neue ja Kontakte aufbauen musst. Okay. Das war's soweit von mir. Also ganz wichtig, bau dir deine eigene Kontaktdatenbank auf und dann kannst du voll durchstarten. In diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.